Im Herbst 1991 betrieb die Deutsche Reichsbahn noch 8 schmalspurige Bahnstrecken zwischen Ostsee und Erzgebirge. Neben den 80 Dampfloks zählten rund 350 Personen und ca. 90 Güterwagen zum Unterhaltungsbestand. Da der Güterverkehr in der Regel mit Güterwagen der Regelspur aufgebockt auf Rollböcken oder Rollwagen durchgeführt wurde, fand der überwiegende Teil der Schmalspurgüterwagen im internen Verkehr Verwendung, zum Beispiel im Bauzugdienst. Zur Unterhaltung der Fahrzeuge gab es eigene Ausbesserungswerke. Von diesen Reichsbahn-Ausbesserungswerken, abgekürzt RAW, war Görlitz für die schmalspurigen Dampfloks zuständig. Die Werkabteilung Perleberg des RAW Wittenberge unterhielt alle Personen- und Güterwagen. Die Vielfalt der Bauarten war erstaunlich. Obwohl viele Personen- und Packwagen seit den 70er Jahren zu sogenannten Reko-Wagen modernisiert wurden, liefen noch zahlreiche Altbaufahrzeuge, deren jüngstes Lieferdatum in die 30er Jahre fiel. In der Richthalle entdecken wir einen Traditionswagen von Rügen, erkennbar an der braunen Farbgebung, sowie einen Reko-Wagen, der bereits den Grundierungsanstrich trägt. Das 1977 begonnene Reko-Programm lief noch in vollem Umfang. An den Drehbänken der Radsatzwerkstatt wurden Räder profiliert sowie Achsschenkel bearbeitet. Die Tischlerei ist gerade leer. Dafür ist in der Dachhalle ein Fahrzeug aus Kranzhalt in den letzten Bearbeitungsschritten. Der Lack auf Dach und Wagenkasten glänzt und riecht noch frisch. Saubere Arbeit. Von Perleberg in der Prignitz wechseln wir nach Görlitz in der Oberlausitz. Hier befand sich bis 1998 das Ausbesserungswerk Görlitz, das zur Reichsbahnzeit für die Unterhaltung der Schmalspurdampfloks zuständig war. Es entstand aus dem preußisch-sächsischen Bahnbetriebswerk Schlauroth, das 1909 in Betrieb genommen wurde. Zunächst waren hier preußische und sächsische Güterzugloks beheimatet, doch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es zum Ausbesserungswerk. Beginnen wir den Rundgang in der großen Richthalle. Hier verband eine Schiebebühne die einzelnen Standgleise, die zum Teil mehrere Loks hintereinander aufnehmen konnten. Acht Dampfloks erhielten gerade Untersuchungen, wie der Tafel in der Kolben- und Schiebewerkstatt zu entnehmen war. Eine davon war die Zittauer 99-1735, die soeben ausgeachst war. Bei ihr fingen die Arbeiten gerade erst an. Die 99-7235 der Harzquerbahn befand sich dagegen bereits am Ende der Hauptuntersuchung. In der Stangenwerkstatt wurden Treib- und Kuppelstangen sowie Steuerungsteile aufgearbeitet. Hier ist eine Treibstange einer 99-17 im Strassmann-Stangenbohrwerk von 1938 in Arbeit. Kuppelräder und der spurganzlose Treibradsatz einer 99-17 sind frisch lackiert und profiliert. Der vierte Kuppelradsatz ist gerade in der Drehbank. Die 99-17-79 war eine der 14 Schmalspurlokomotiven, die zwischen 1991 und 93 praktisch neu gebaut wurden. Der Neubaukessel ist nach dem Verbinden mit dem Aschkasten bereits auf den neuen Rahmen aufgesetzt worden. Die Abnahmefahrten fanden in der Regel nach erfolgter Untersuchung auf den Heimatstrecken der Lokomotiven statt. Am 16. März 1990 zog 99-1761 auf ihre Abnahmefahrt als erste Freitaler Lok mit Druckluftbremse einen 10-Wagen-Zug nach Dippoldiswalde. Das Ausbesserungswerk Görlitz wurde 1998 von der Deutschen Bahn geschlossen. Die noch zahlreichen Dampfloks der ostdeutschen Schmalspurbahn werden seitdem unter anderem in der Dampflokwerkstatt in Meiningen unterhalten, das früher als RAW für die Normalspurdampfloks zuständig war. Damit ging eine lange Ära in Görlitz zu Ende.
der Rail-Media-Reihe über die Schmalspurbahnen der Deutschen Reichsbahn ist der Film über die Strecke von Bad Doberan zum Ostseebad Kühlungsborn bereits auf DVD erschienen. Bei herrlichstem Herbstwetter konnten die Züge des Molly wunderbar eingefangen werden. Unter anderem natürlich in der berühmten Ortsdurchfahrt von Bad Doberan. Bei Heiligendamm-Steilküste räuchert ein Zug im Sonnenuntergang den Ostseestrand ein. Das und mehr auf Dampfbahn an der Ostsee. In Vorbereitung ist ein Film über den rasenden Roland auf Rügen. Die abwechslungsreiche Strecke bietet tolle Motive und fordert an den Aufstiegen zum Haltepunkt Jagdschloss den Schmalspurloks einiges ab. Mit Dampf durch Feld und Flur, der rasende Roland, bald bei Railmedia verfügbar. Die letzte Schmalspurbahn mit regelmäßigem Güterverkehr und Dampfbetrieb war die von der Hauptbahn Leipzig-Dresden in Oschatz abgehende Strecke über Mügeln nach Chemnitz. Die ausführliche Dokumentation der 100-jährigen Gelenkloks der Bauart Meyer im Alltagseinsatz begeistert auch durch die einzigartigen Stimmungen des goldenen Herbstes 1991. Freuen Sie sich schon jetzt auf diese DVD. Die von Zittau ausgehenden 750mm Strecken ins Zittauer Gebirge zu den Kurorten Eubin und Jonsdorf ist das Thema einer weiteren Dokumentation. Die steigungsreichen Strecken von der Stadt im südöstlichen Winkel des Reichsbahnnetzes waren bis 1990 noch durch den Braunkohlentagebau Olbersdorf bedroht. Die Zittauer Bahnen haben aber nicht zuletzt durch die politische Wende überlebt. Denn eigentlich sollte der letzte Zug am 27. Mai 1990 gefahren sein, aber stattdessen wurde der Tagebau geschlossen. Die geplante DVD zeigt den interessanten Betrieb vor den historischen Stadtkulissen von Zittau und dem schönen Zittauer Gebirge mit seinen markanten Sandsteinfelsen und den weiten Blicken ins Umland. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite.